Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Black Clover nicht ersetzen soll. Black Clover gehört Treasure, Studio Pierrot und Yuki Tabata. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Also, Black Clover Minuten Teil 2. Es geht hier direkt weiter, da Julius die Antimagie von Asta dazu verwenden möchte, die Erinnerungen von zwei Handlangern zu entsiegeln. Die Truppenführer treffen sich derweil auch für eine weitere Besprechung. Dabei freundet sich Yami mit einem Knirps an, der auch schon Ordensführer ist. Auch William Bond John schiebt seinen mehr als verdächtigen Archer hin. Ich meine, komm schon, er trägt eine Maske, wir sind in einem Schonen und wir haben einen mysteriösen Gegner mit Licht am Start. Das ist Böses im Busch. Selbst die Ordenheinis verdächtigen ihn hier. Das gleiche gilt auch für Julius, denn durch die Information hat er rausbekommen, dass einer der Ordensbrüder tatsächlich ein Verräter ist. Doch wie es aussieht, handelt es sich hier um den Fleischklops. Deshalb möchte dieser auch fliehen. Aber der Knirps von eben, nämlich Rill, hält ihn hier easy auf. Wie es aussieht, scheint der Typ aber nur an Geld und Macht interessiert zu sein. Deswegen hat er sich auch vom Gegner ausnutzen lassen. Das Problem ist nur, dass Laia auch bei dem Treffen dabei war, weil er sich mit seiner Magie getarnt hat. Und so hat er das ganze Gespräch mitbekommen. Übrigens sammelt der Gegner auch Magiesteine wie Dragon Balls, um eine super duper Magie zu bekommen. Um sie also daran zu hindern, soll Asta einen Ort aufsuchen, wo sich ein Stein befindet. Julius vertraut nämlich Yamis Orden diese Mission an, weil er ihn schon seit sehr langem kennt. Es geht also nun zum Meerestempel und damit beginnt wohl der neue Arc. Findet alle sieben magische Steine. Und eure Wünsche werden wahr. Oh, und wie es aussieht, ist Kirchen-Omi in klassischer One-Piece-Manier doch nicht krepiert. Und Asta holt sich auch ein Geschenk für das Retten der Kiros ab. Also, der Black Clover-Anime haut damit wohl seine legendärste Folge bis jetzt raus. Nein, Schwachsinn, natürlich nicht. Wir bekommen hier eine Strandfolge. Yami erinnert sie dann aber wieder an die Arbeit. Denn wenn Noelle ihre Magie nicht auf die Reihe bekommt, können sie gar nicht in den Tempel eintreten. Deswegen kickt sie nun ein einwöchiges Training. Dabei treffen sie eine Sängerin oder so. Ihr Name ist Kaono, ihr Gesang kann heilen und sie gibt Noelle den Tipp, dass sie bei ihrer Magie die Kontrolle nicht zu sehr erzwingen sollte. Sie bekommt es hier aber trotzdem nicht hin. Doch da alle vom Schwarzen Stier fest an die Kraft der Freundschaft glauben, kann Noelle sich hier zusammenreißen und bekommt es hin. Sie bekommt hier sogar noch einen kleinen Bonus. Denn zur Abwechslung ist sie mal diejenige, die bei Asta landet. Mit dem Noelle Express geht es also in den Tempel. Asta öffnet dabei das Tor. Sie treffen also Meerestempel auf den Tempel-OP. Und da er ein OP in einem Anime ist, ist auch klar, was er vorhat. Wie wäre es, wenn wir zur Feier des Tages ein bisschen Puff-Puff machen? Wie dem auch sei, er möchte den Stein nicht einfach so aushändigen. Er will nämlich darum zocken. Also bekommt jeder der Jungs und Mädel einen Gegner. In verschiedenen Bereichen müssen sie sich ihnen stellen. Yami wurde dabei rausgelassen, weil es sonst unfair gewesen wäre. Doch seine Jungs sind auch ziemlich overpowered. Luck, Asta, Magna und Gosh machen nämlich hier mit allen kurzen Prozess. Findra hingegen, naja, hat keinen Bock auf den Kampf und versucht zu entkommen. Chami frisst sich voll und Vanessa fesselt ihren Gegner. Mit dem würde ich schon gerne tauschen. Wie dem auch sei, Asta findet dabei noch einen weiteren Gegner. Der heißt hier Kyato und sein Traum ist es, Hokage der Tänzer zu werden. Das kann er aber nur, wenn er diesen Kampf hier gewinnt. Also dreht er ganz schön durch. Noelle trifft hier auch auf ihre Freundin von eben, die Noelle mehr ein Tutorial als einen wirklichen Kampf gibt. Asta bekommt dabei auch ganz schön zu tun. Durch den Tanz seines Gegners kann er nämlich sein Ki nicht mehr wahrnehmen. Also wird er hier selbst zu Wasser oder so und lässt sich vom Flow leiten. Er limit-breakt hier seine Grenzen und haut im Kampf ein Comeback hin. Und dieser coole Kampf wird dann von Pappnase 1 und Pappnase 2 gestört, weil sie wohl auch noch einen Kampf bekommen. Das Problem ist hier nur, dass einer von nichts Leuten nun auch mit von der Partie ist. Und seine magische Kraft ist sogar noch größer als die von Yami. Er nimmt hier den Priester und unsere beiden Jungs sofort aus dem Leben. Weil sie sich hier auch in einer speziellen Raummagie befinden, kann Yami nicht einfach so eingreifen. Er muss also hier seinen Leuten voll vertrauen. Deswegen gibt er hier offiziell den Befehl zum Grenze überwinden. Und hey, das tun Magna und Lux sogar. Dabei sehen sie sogar echt cool aus und wenn ich das sage, heißt das eine. Luck findet hier sogar eine Lücke beim Gegner und auf diese Weise schockt er Veto im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat Luck auch damals getan, als er Magna kennengelernt hat. Eigentlich sind die beiden nämlich gute Freunde und weil Luck in letzter Zeit so stark geworden ist, möchte Magna nun auch nachlegen. Sie bekommen hier trotzdem richtig krass auf ihre Fresse. Aber um hinter Asta nicht zurückzufallen, rappeln die beiden ihren Boys sich wieder auf und kämpfen hier bis zum bitteren Ende. Mit ihrer letzten Kraft feuern sie also hier ein Bruder-Bruder-Kamehameha ab. Leider reicht das hier nicht mal im Ansatz aus und Asta kommt gerade nochmal dazu, um ihren Tod zu verhindern.
Doch selbst Kyato und Asta im Tag-Team können hier nicht wirklich viel ausrichten. Sie werden hier auch komplett zerfetzt. Dabei kassiert Asta sogar eine ziemlich schwerwiegende Wunde. Und auch er steht kurz vor seinem Ende. Aber hey, dieses Mal ist Noelle diejenige, die ihn rettet. Gosh hat währenddessen auch mit dem Handlanger der Weißen Nacht zu tun. Aber mit seinem Auge ist das kein Problem. Wie es aussieht, hat Gosh ihn hier aber mit Grey ausgetrickst. Auch jemand vom Schwarzen Stier. Denn dieser beherrscht Verwandlungsmagie und hat sich in Gosh verwandelt. Sie treten hier aber direkt in die Falle des nächsten Handlanger. Da Charmy aber in der Nähe ist, erschafft Grey eine riesen Fleischkeule und sie tun dann so, als hätte der Handlanger diese gestohlen. Und das bedeutet, der nächste Handlanger wird von Charmy ganz schön easy one-hitted. Oh, und wie es aussieht, ist Grey wohl doch kein Er, sondern eine Sie. Außerdem ist sie ziemlich schüchtern. Kommen wir damit zurück zu Veto, denn die Meerestempel-Geschwister haben ihren großen Auftritt. Und ich weiß, das kommt jetzt wirklich überraschend, aber singen und tanzen reicht hier tatsächlich nicht aus, um diesen Gegner zu besiegen, der angeblich stärker ist als Yami. Ja, das hätte denen vorher klar sein können. Doch durch diese Alles-oder-Nicht-Situation bekommt Noelle es doch endlich hin, ihre Magie für den Angriff richtig zu nutzen. So findet sie hier den Tod ihrer Kameraden. Ihr Wasserdrachengeschoss haut dabei auch mal so richtig schön rein. Dabei bekommt Veto saftige Final Flash-Schellen ab und sieht demnach auch genauso aus wie Perfect Cell. Leider hat er aber auch so die gleichen Moves wie Cell drauf und regeneriert sich hier. Damit steht Noelle vor ihrem sicheren Ende, aber das passiert natürlich nicht in Astas Schicht. Der Boy saved nämlich hier mal wieder seine Waifu und blockiert Vetos Angriff. Er konnte aber hier nur ein Comeback hinhauen, weil Kaono ihn mit ihrer letzten Kraft geheilt hat. Asta gibt hier nämlich den Kampf immer noch nicht auf, denn nicht aufgeben ist seine einzige Waffe, also zieht er weiterhin durch. Das inspiriert nun Vanessa, die auch dem Kampf beitritt. Das gleiche gilt auch für Findral. Das heißt, nun gibt es richtig nice Combo-Magie-Action. Findral portet Asta, um einen Überraschungseffekt zu kreieren und sollte das nach hinten losgehen, nutzt Vanessa ihre Fäden, um Asta vor einem Frontaltreffer von Veto zu schützen. Mit dieser Strategie gelingt es Asta auch, einen Treffer zu landen. Und einstecken muss er hier nicht, weil seine Kameraden ihn immer wieder herausmanövrieren. Veto kann sich hier auch wegen Astas Antimagie nicht einfach so heilen. Unser Trio kämpft so eine ganz schöne Weile weiter, um den Faden des Schicksals auf ihre Seite zu lenken. Auch Findral, der damals von seiner Familie weggelaufen ist, schöpft durch Asta hier neuen Mut. Er lernt durch ihn mal wieder auf seine ganz eigene Art zu kämpfen. Findral bittet also nun darum, dass Asta ihm voll und ganz vertraut und er den Angriff leitet. Doch das kann Asta nicht einwilligen, da er nämlich schon die ganze Zeit in Findral vertraut hat. Auf diese Weise sprengen alle drei ihr Limit und nehmen ein immenses Tempo auf. Mit dieser hohen Geschwindigkeit ergibt sich eine Öffnung zu erkennen, die Findral sofort ausnutzt. Und dadurch kann Asta einen direkten Treffer landen. Aber Veto ist ein absolutes Monster. Selbst diese Attacke reicht hier nicht ganz aus. Er hat sich nämlich extra treffen lassen, um ihnen die ultimative Verzweiflung zu zeigen. Asta hat sich dabei zwar den Arm gebrochen, aber aufgeben ist einfach nicht drin. Vanessa nutzt hier ihre Fäden, um Astas Arm zu unterstützen. Er reißt sich also hier nochmal zusammen und denkt hier mal an den Satz vom letzten Video. Nicht nur Asta hat viel gelernt, nicht nur ist Black Clover besser geworden, nein, auch Astas Sprecher hat seine Grenzen überwunden. Findral startet also hier wieder das Teleportieren. Veto will ihm zwar Verzweiflung zeigen, doch eigentlich tut das Asta mit Veto. Denn egal wen Veto in dieser Schlacht besiegt hat, keiner von ihnen hat wirklich aufgegeben. Mit dem Mut von allen zeigt Asta, dass er ein Dämon ist, der selbst Verzweiflung verschlingt. So gelingt es ihm hier, Veto wirklich zu besiegen. Da Veto sich aber an Licht erinnert, will er seinen Traum beschützen und sich selbst hochjagen. Doch zu ihrem Glück ist Yami nun endlich mit etwas Gewalt ausgebrochen und ist nun hier, um sie zu retten. Dieses Mal trollt er auch nicht wirklich rum. Er macht direkt ernst und mit einem Hieb beendet er den Kampf nun endgültig. In der Zwischenzeit hat Nero auch den magischen Stein ausfindig gemacht. Und obwohl Veto seinen Leuten so viel Leid zugefügt hat, glaubt Asta, dass Veto selbst wohl der Verzweifelste von allen war. Sie erstatten also bei Julius Bericht und es scheint sich schon der nächste Konflikt anzubahnen. Denn die Diamond Boys stehen nun vor der Grenze und wollen Beef mit dem Clover Kingdom anfangen. Aber Vengeance und die Morgendämmerung sind schon am Start. Dabei gibt Yuno sogar einem der Diamond Generäle was auf sein Maul. Seine Mini-Waifu scheint dabei auch echt ein krasses Power-Up zu sein. Auch der Bro von
Finral, nämlich Langriss, mischt hier mit. Ich wette, er ist genauso ehrenvoll wie sein Bruder Finral. Vengeance zeigt dabei auch, wer der Papa ist und lässt einen Riesenbaum spawnen. Und so langsam aber sicher glaube ich wirklich, dass die Diamond Boys alle geboostet sind. Denn Vengeance kommt bei dem ganzen Schellenverteilen nicht mal ins Schwitzen. Gut, ein Hinterhalt hätte dabei getroffen, aber Yami greift seinen Kollegen hier unter die Arme. In Wahrheit möchte Yami hier aber kurz mit Vengeance alleine reden. Yuno scheint ohnehin keine Probleme damit zu haben, naja, einen Krieg mit einem ganzen Land aufzuhalten. Und ja, Langriss ist nicht so der Ehrenboy, er ist ein ziemliches Arschloch. Zugegeben, er ist richtig stark, aber weil er hier die ganzen Feinde einfach exekutieren möchte, machen Asta, Charmy und Finral ihm einen Strich durch die Rechnung. Selbst mit gebrochenen Armen lässt Asta einfach mal so den Zorro raushängen beim Kämpfen. Und so befreit er die Leute. Also, zurück zu Yami und Vengeance. Da Yami nämlich Naruto gelesen hat, hat er bei Leuten mit einer Maske ein ziemlich ungutes Gefühl. Also soll Vengeance diese abnehmen. Dieser wiederum macht hier tatsächlich keinen Miesen und zieht die Maske einfach ab. Und die Narbe, die Yami dadurch zu sehen bekommt, ist wohl eine, die Vengeance schon seit seiner Geburt hat. Deswegen nannten ihn damals auch alle das verfluchte Kind. Nur Julius hat sich wirklich für seine inneren Werte gekümmert und ihm damals diese Maske geschenkt, damit William sich auch nicht mehr um Äußerlichkeiten kümmern muss. Das Ki, was er bei dieser Geschichte ausstrahlt, verrät Yami auch hier, dass er wirklich nicht lügt. Da dieser ganze Krieg hier auch nach 4 Minuten zu Ende ist, gehen nun alle Magier ihre Wege. Und oh, die Diamond Boys sind doch noch nicht fertig und bereiten irgendwas vor oder so. Asta hingegen geht erstmal wegen seinen Armen einen Arzt besuchen. Wir erfahren hier noch nicht, was der Arzt sagt und beim Feiern lässt Asta sich nichts anmerken. Doch Finral hat belauscht, was sie beredet haben. Wie es aussieht, können Astas Arme nämlich nie wieder richtig verheilen. Doch selbst das reicht hier nicht aus, um diesen Jungen zum Aufgeben zu bringen. Er schreit sich mal wieder einen zurecht und wenn sein muss, kämpft er eben einfach mit seinem Mund weiter. Seine Leute wollen ihm nun also unbedingt helfen. Sie ziehen alle los, um ein Heilmittel für ihn zu finden. Da Asta das mitbekommt, kann er einfach nicht anders, als männliche Tränen zu droppen. Noelle sucht dabei Fanzel auf, einen Boy, der von den Diamond Boys desertiert ist. Und wir Zuschauer kennen diesen Typen zwar nicht, aber Asta hat ihn wohl offscreen im Manga gerettet. Da es sich hier aber um einen Fluch handelt, kann er ihm nicht helfen. Noelle soll viel lieber die Königin der Hexen aufsuchen. Und offenbar hat Vanessa genau die gleiche Idee bekommen. Denn der Hexenwald ist auch eigentlich ihre Heimat gewesen. Noelle bekommt hier also Verstärkung, nimmt Asta mit und macht sich in Richtung Hexenwald. Vanessa wird derweil von der Königin angeschrien, weil sie damals einfach so abgezogen ist. Trotzdem bittet sie hier darum, die Magie zu lernen, um Asta zu heilen. Doch leider nimmt die Königin Vanessa die Taten von damals immer noch krumm. Das bedeutet, dass selbst Vanessa, auch wenn sie die Tochter von der Hexenkönigin ist, verprügelt wird. Das schmeckt Asta, der mittlerweile eingetroffen ist, aber überhaupt nicht. Doch er hat hier ebenfalls keine Chance. Die Hexe ist hier jedoch nicht das einzige Problem, denn die kalten Augen der weißen Nacht und die Dia Boys haben sich zusammengetan und greifen nun an. Vorher schiebt Asta aber nochmal Beef mit Vanessa, weil sie nämlich ihre Freiheit aufgeben wollte für Astas Heilung. Weil Asta also verhindern möchte, dass Vanessa ihre Freiheit aufgibt, naja, hackt er sich selbst die Arme ab. Doch bevor Asta zu Shanks wird, macht Vanessa ihm nochmal klar, dass sie die Königin eigentlich nur austricksen wollte. Um ihren Wald dann zu beschützen und weil sie wohl Interesse an Astas Magie hat, heilt sie ihn hier aber doch noch. Und ja, das war's. Der ganze Arc mit Asta muss geheilt werden ist vorbei, er ist jetzt wieder topfit. Nun kann er beim Krieg wieder mitmischen und hält die kalten Augen auf. Dabei trifft er auch auf die Freundin von Veto, nämlich Fana. Da sie wohl auch Freunde sind oder so, spielen sie nun zusammen Baseball. Ach nee, nicht so richtig. Sie ist wohl ziemlich sauer auf unseren Jungen. Sie ist hier zwar irre stark, aber Asta hat wegen der Nummer mit der Hexe wohl auch einen Senkai-Boost hinter sich. Also kann er hier stark dagegenhalten. Dabei wird er sogar zum Dragon Slayer. Und ja, da Fana auch eine Frau ist, kommt Asta ihr sofort näher, denn er möchte sie auch für sein Harem haben. Aber weil ihr Clan damals verraten wurde, hat sie kein Vertrauen mehr in Menschen und stößt ihn sofort weg. Fana dreht dabei komplett durch. Doch Noelle ist schon mit der Defense am Start. Sie scheint aber mittlerweile ein Two-Way-Spieler zu sein, denn auch ihre Offense ist richtig Michael Jordan-like. Weil Fana sich aber hier ziemlich schnell hochheilen kann, packt Asta wieder sein Finral Vanessa Nojutsu aus. Mit ihrer Hilfe haut er seine eigene Version der Son Goku Drachenfaust raus und slayt den Dragon endgültig. Derweil kümmert sich Fanzel auch um das Diamond-Königreich. Schließlich war er damals sogar der Sensei von Mars. Er nimmt es hier alleine mit allen auf und das funktioniert sogar überraschend gut. Auch seine Freunde mischen mit und decken ihm den Rücken. Mariella zeigt dabei ihre Attentäter-Skills. Oh, ich sollte sie vermutlich auch vorstellen. Wie ich nämlich eben erwähnt habe, hat Asta ja ein paar Leute offscreen gerettet. Und da Mariella auch zu diesen Leuten gehörte und sie ein Mädchen ist, naja, fliegt sie wohl nun auch auf Asta.
Wie dem auch sei, Fanzels Hexenfreundin lässt es hier auch ordentlich knallen. Daraufhin nimmt Fanzel es mit Latros auf. Auch der Typ ist zwar sein ehemaliger Schüler, aber Fanzel läuft nicht mehr davon und gibt hier alles. Doch Latros ist nun ein wenig verrückt geworden und saugt hier die Magie seines Sensei komplett auf. Diese Kontermagie hat er aber auch nur erlangt, weil er sich einer Operation unterzogen hat. Da Latros diese ganze Magie aber auch wieder abschießen kann, bekommt das der ganze Wald und ganz speziell Fanzel zu spüren. Latros geht hier sogar so weit, dass er Fanzels Waifu vor seinen Augen umbringen möchte. Aber da Asta am letzten Teil Marston Snickers gegeben hat, ist er nun korrekt drauf und rettet sie und seinen Sensei. Da Mars auch ganz genau weiß, wie mächtig Latros ist, möchte er ihn nun mit Hilfe von Antimagie besiegen. Sie gelangen also so zu Asta und da Fana gerade ihren Big Bang Attack abfeuert, nutzen sie hier Astas Austausch hier auf der Seido-Oberschule aus. Was ich also meine ist, dass Asta seinen Baseballschläger nimmt und die Attacke direkt auf Latros weiterleitet. Und wie es aussieht, ist Fana nicht nur ein stinknormaler Gegner, nein, es handelt sich hier tatsächlich um das Mädchen, was Mars damals getötet hat. Sie hat nämlich wohl doch überlebt und wird nun von den kalten Augen der Weißen Nacht gesteuert. Weil sie wegen dieser Information zusammenbricht, tankt Mars auch hier ihre Angriffe. Danach will sie sich genauso wie Veto sprengen. Wegen Mars Feuerheilmagie halten sie hier aber lange genug stand. Unsere Leute stehen hier zwar kurz davor, von der Explosion getötet zu werden, aber sie glauben trotzdem noch daran, dass Mars und Asta es irgendwie schaffen werden. Sie kommen hier also nah genug ran, weswegen Asta die Zerstörungsmagie von Fana auflösen kann. Und so kann Mars sie auch endlich umarmen. Das triggert wiederum ihren Flashback und ihr Auge, was sie kontrolliert, verschwindet. Für Fana hat es sich auch so angefühlt, als hätte jemand anderes ihren Körper kontrolliert. Und ja, die Nummer hier ist noch nicht ganz vorbei, da der frisch gegrillte Latros noch am Leben ist. So knockt er alle bis auf Asta aus. Anstatt zu kämpfen, möchte Asta aber hier als Partner haben, da sie beide wegen ihrem Magietypus minderwertig behandelt wurden. Aber da Asta Hokage der Magier werden möchte, wird daraus nichts. Latros labert zwar weiter rum, doch Asta rammt ihn sein Schwert einfach mal wie einen Speer rein. So kann er seine Magie negieren und Latros hat damit auf kompletter Linie versagt. Er schafft es aber hier nochmal, sich zu befreien und Fana als Geisel zu nehmen. Mars fängt sich dabei eine Magieschelle, weswegen Fana absolut durchdreht. Da Latros diese Power aber einfach wieder absorbiert, wird er hier unglaublich stark. Dadurch kann er auch Asta einfach mal so in die Brust schießen und ihn anschließend richtig schön durchbraten. Das wäre hier eigentlich sein sicheres Ende. Doch die gute alte Hexe macht kein Auge und gönnt Asta irgendwie einen Power-Up oder so. Denn durch sie kann Asta nun mit seinem inneren Sangetsu sprechen. Ach ne. Das ist ja hier Kurama. Nee, doch nicht. Teufel. Er kann hier mit seinem Teufel sprechen. Dieser möchte zwar seinen Körper übernehmen, doch Asta macht ihm klar, dass der Teufel nach seiner Nase tanzen muss. Und so gönnt er sich seine Power und behält hier die Kontrolle. Nicht nur sieht er jetzt nochmal fresh aus, nein, die Antimagie, die er durch sein Schwert freigesetzt hat, zirkuliert nun in seinem gesamten Körper. Das liegt an dem Blut, was die Hexe vorhin bei Astas Heilung hinzugefügt hat. Doch die Hexenkönigin macht hier klar, dass Asta kein Auserwählter ist, sondern nur ein absoluter Niemand mit einem Gendefekt. Doch das interessiert unseren Boy nicht die magische Bohne. Asta ist jetzt so schnell unterwegs, dass selbst die Animation im Anime nicht mithalten kann. Dabei wird Latros so richtig schön weggefetzt. Und Asta gibt ihn hier sogar nochmal schönen Nachhilfeunterricht im Fach Mathematik. Richtig gehört, er zeigt ihn hier, wie man so richtig geteilt rechnet. Sein Aussehen gleicht zwar nun dem eines Teufels, aber Asta bleibt hier immer noch der Idiot, den wir alle kennen und lieben. Er möchte Latros hier auch nicht erledigen, denn dieser soll von nun an seine Kräfte für Gutes einsetzen. Und sein Talk und Jutsu funktioniert hier sogar. Das heißt wohl Ende gut, alles gut. Wobei nicht ganz, denn die Hexe schiebt hier nochmal irgendwie Stress. Sie kreuzigt einfach mal so die Freunde von Asta und nutzt ihn selbst als ihre Puppe, um sie hinzurichten. Bevor er deswegen also Noelle getötet hätte, reißt er sich hier zusammen und hält den Angriff auf. Ich meine, spalten möchte er sie trotzdem, nur eben etwas später und auf eine andere Art und Weise. Wie dem auch sei, die Hexenkönigin will hier alle auslöschen, damit Vanessa für immer und ewig ihr gehört. Was auch hier ihren Flashback auslöst. Das Orakel sagte nämlich, dass Vanessas Fadenmagie übertrieben overpowered werden würde. Also hat die Hexe sie eingesperrt. Doch diese ganze Geschichte hat Yami nicht wirklich gejuckt. Bei seiner Durchreise ist er nämlich einfach mal so bei ihr reingeplatzt und bei dem Anblick von der reinen Männlichkeit ist Vanessa einfach mal so zusammen mit ihm durchgezogen. Wisst ihr, Yami juckt diese ganze Romance-Anime-Action gar nicht. Er lebt einfach sein battle-schonen Leben und nimmt sich die Frauen einfach auf dem Weg mit. Weil Vanessa also ihre leibliche Familie ablehnte und den schwarzen Stier als Familie sieht, spawnt hier eine neue epische Magie. Ja, eine Katze. Als würde so ein Viech irgendeinen Unterschied machen. Oh,
wie es aussieht, kann das Ding einfach mal so die Realität verändern und irgendwie zurückspulen. Beziehungsweise diese Magie lenkt das Schicksal. Außerdem kann die Katze die Kontrolle der Hexenkönigin über Asta lösen. Das Ganze funktioniert hier eher so, dass die Katze das Schicksal selbst zu Vanessas Gunsten lenken kann. Deswegen wird auch der Angriff der Königin einfach mal so pariert. Dadurch wird die Hexenkönigin auch daran erinnert, dass auch aus starken Gefühlen Magie geboren werden kann. Fürs Erste lässt sie unsere Leute also erstmal in Ruhe. Außerdem bekommen sie auch ihren Dragon Ball Ohrring. Dazu erklärt sie noch, dass eigentlich nur die Elfen das wahre Potenzial der Magiesteine entfalten können. Doch diese wurden ja schon seit längerem weggeraidet. Auch Astas Schwert gehört wohl damals den Anführer der Elfen. Sie nehmen hier also von den Diamond Boys Abschied und weil Asta nicht aufhören kann zu fighten, verdonnert ihn Yami hier zu Zwangsurlaub. Und ach ja, während Asta also sein Abenteuer bestritten hat, haben auch Magna und Lack ein großes Krafttraining hinter sich. Das bedeutet, sie sind nun mega krass geworden. Fight! Hat das wirklich jemand von euch geglaubt? Ich meine, komm schon, Vegeta ist zwar die zweite Geige in Dragon Ball, aber die beiden hier sind die siebte und achte Trompete in Black Clover. Naja, so viel dazu. Jetzt gibt es erstmal ein riesengroßes Fest. Dabei treffen Noelle und Asta auch auf das Duo Yus und Les. Da Noelle wohl die Magie der Hexenkönigin einfach mal so mitnehmen konnte, kann sie die beiden nun auch heilen. Weil wisst ihr noch, als die beiden versucht haben, mit Singen und Tanzen einen der stärksten Gegner fertig zu machen, haben sie auf voller Linie versagt. Und um sich nun dafür zu bedanken, wird Asta hier Noelle ausgespannt. Nein, keine Sorge. Kaono tut das hier nur, um Astas wahre Gefühle herauszukitzeln. Was hier auch funktioniert, er sagt nämlich hier, dass er Noelle sehr gerne hat. Dieses Geständnis bringt sie dann aber fast um. Und danach packt er auch seine Fresse sofort bei einem anderen Girl. Außerdem biefen sich Charlotte und Vanessa dann darum, wer sich von beiden Yamis Schwert gönnen darf. Also liefern sie sich hier ein Saufduell. Und wow, Charlotte trinkt hier Vanessa wirklich unter den Tisch. Sie ist nämlich so sehr in Yami vernarrt, weil er sie damals vor ihrer eigenen Magie gerettet hat, die als Fluch bekannt war. Nach diesem ganzen Romance-Anime-Arc wird auch das neue Ranking der einzelnen Magierorden bekannt gegeben. Die Golden Boys bleiben natürlich an der Spitze, doch als Riesenüberraschung kommen gleich danach unsere Jungs und Mädels vom Schwarzen Stier. Weil Yami auch ganz genau weiß, wie man das zu verdanken hat, schickt er sein Pokémon zur Siegerehrung. Da die meisten Bürger aber glauben, dass der Schwarze Stier immer noch ziemlich lame ist, feuert Yuno eine Attacke auf Asta, damit er mit dem Abwehren der Attacke seine Kraft unter Beweis stellen kann. Und naja, der König des Clover-Königreichs betritt dann auch die Bühne. Aber um den König juckt sich hier sowieso keiner. Doch eine gute Nachricht droppt er hier. Sie haben nämlich das Versteck der kalten Augen der Weißen Nacht ausfindig gemacht. Nun will er die Royal Knights bilden, eine Truppe aus ausgewählten Magier der Ritterorden. Nachdem Julius dann Asta und Yuno seinen Respekt ausgesprochen hat und sie damit angespornt hat, dass er auf sie wartet, damit sie um den Titel König der Magier kämpfen können, lernen wir die Schwester von Fuego God kennen, nämlich Meriolena. Da ihre Gilde nämlich im Ranking ordentlich abgerutscht ist, will sie jetzt ein Special Trainingslager abhalten. Yuno und Asta geraten da irgendwie auch rein. Währenddessen flext Yami auch fett bei den anderen mit seiner neuen Platzierung, bis er von Leona mitgenommen wird. Das gleiche gilt auch für Charlotte und Noelle. Sie sollen nun also einen Vulkan oder so hochklettern. Denn ganz oben gibt's irgendwie eine heiße Quelle und dann können sie ordentlich spannen gehen. Yami und Charlotte zeigen dabei, wie man den Berg erklimmen kann. Sie schützen sich nämlich hier mit ihrer Magie vor der unglaublichen Hitze. Das bedeutet zwar, dass die Magier hier einen Trainingsakt bekommen, doch für Asta, der wie gesagt keine Magie besitzt, ist das Ganze hier nur eine Hardcore-Sauna. Wisst ihr, wem dieser Fakt aber total egal ist? Richtig, den Eiern aus Stahl von Asta. Er macht hier einfach weiter und versucht es irgendwie auf seine Art und Weise. Leona gibt ihn hier aber den Tipp, dass er es schaffen kann, wenn er all seine Fähigkeiten vereint. Mit der Fähigkeit Ki zu spüren, spürt er also in seinem Körper neben seiner Energie die Antimagie, die von seinem Schwert ausgeht. Durch die Kombination von all seinen Fähigkeiten und seinem Körper mit kranker Ausdauer gelingt es ihm also hier, die schwarze Aura von seinem Kampf gegen Latros wieder hervorzubringen. So gelingt es ihm auch hier, alle wieder einzuholen, einschließlich Yuno. Aber Leona zeigt ihm hier nochmal, dass er noch einen weiten Weg vor sich hat und puncht unseren Boy weg. Aber hey, wenigstens darf er sich jetzt ein schönes Bad nehmen. Das gleiche gilt auch für die Girls. Dabei spricht Leona Noelle auch Mut zu. Denn egal was alle anderen sagen, Noelle ist ihrer Mutter sehr ähnlich und diese hat sie auch von ganzem Herzen geliebt. Yami hingegen hat etwas andere Sorgen. Und ja, geht spannend. Asta hingegen bleibt seiner Sister, die wohlgemerkt nicht seine echte Sister ist, weil es sonst ziemlich weird wäre, treu und kommt nicht mit. Naja, so viel dazu. Dieser ganze Ausflug beendet somit den zweiten Teil von Black Clover in Minuten. Wir steuern also auf Teil 3 zu, wo es um die Auswahl der Royal Knights gehen wird. Und das heißt auch, vor uns steht nun ein Turnier! Arc.
Also Freunde, das beendet einen weiteren Black Clover in Minuten Teil. Falls ihr da draußen Teil 1 noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Teil 3 steht natürlich auch an. Nächste Woche geht es dann spicy weiter mit Black Clover Action. Ich würde mich natürlich trotzdem bei diesem Video hier sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen könntet. Ihr könnt krasse Zahlen breaken, das habe ich oft genug gesehen. Ich weiß leider nicht, was ihr letzte Woche gemacht habt, weil ich das Ganze vorproduziert. Aber ich hoffe sehr stark auf euren Support. Ansonsten bin ich damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar zu Black Clover da und ein Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, haut rein!